bevor die Stammbesatzung hier auf die Bühne kommt. Aber zunächst mal ein Thema, das in Berlin im Besonderen derzeit absolut der Hit ist. Glücklicherweise hat es viel mit Musik und Bewegung und verdammt guter Laune zu tun. Musik ab, das ist Swing! Und das ist euer Applaus hier live in Berlin beim ARD-Buffet für Claire, Daniel, Camilla und Florian, unsere Swing-Pärchen. Wenn wir später noch. Jetzt verrate ich allerdings, dass glücklicherweise 4 Leute zu uns gefunden haben, die uns den Tanztrend der Saison hier aus Berlin in Berlin präsentieren. Ich darf nochmal sagen, Musik ab für den Swing. Lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. More love for my love, it's your love for nobody else. Saba dooba doo the ooh, ooh, si doo 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 ba da ah. Some do it, da da do de do 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 Das ist euer Applaus, vielen Dank. Claire und Daniel, Camilla und Florian, kommt doch hier rüber zu mir aufs Sofa. Ich krieg vom Zugucken allein schon ein bisschen Schnappatmung. Es sieht natürlich toll aus, aber in Wirklichkeit schon auch sehr sportlich. Macht doch bitte mal die Mikrofone von den 4 auf. Ich bin mal gespannt, wie ihr am Schnaufen seid. Kommst du überhaupt zu Wort, Claire? Alles gut? Ja, tief einatmen. Einfach weiteratmen. Es gibt mittlerweile in Berlin ja auch viele Swing-Partys. Da tanzt man den ganzen Abend. Wie lange hält man es am Stück auf der Tanzfläche aus, bei der Geschwindigkeit? 2, 3 Lieder auf jeden Fall. Aber okay, man kann auch bis in die Nacht um 5 Uhr tanzen. Das ist der Vorteil in Berlin. Ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei euch passiert, Daniel, denn ihr seid im wahren Leben auch ein Paar, aber wegen des Swing. Ihr habt euch bei so einer Party kennengelernt, Nein, oder? Wir sind kein Paar. Oh, oh. Aber wir haben uns auf einer Swing-Party kennengelernt. Ach so, und seitdem okay tanzen wir als ein Paar zusammen, als ein Profi-Paar. Und deswegen ist die Behaltung manchmal wirklich tatsächlich wie eine romantische Paar auch. Es sieht zumindest von so Zeit aus her. Ja, ja, wir verbringen sehr viel Zeit. Man muss sich schon abkönnen, sonst funktioniert das nicht. Seid ihr anderweitig liiert? Mhm. Ja. Und eure Partner finden das okay, dass ihr beide miteinander... Das ist, ich glaube schon. Ja. Er glaubt schon. Naja, gut, okay, er glaubt schon. Was ist das Tolle? Ich meine, klar, sieht es toll aus, aber warum, ja, Camilla, machst du Swing? Warum hast du damit angefangen? Es ist viel Spaß und ich habe es begonnen, so ich kann Deutsch lernen. Kommst du aus Australien? Ich komme aus Australien. Also, ja. Gibt es da auch schon Swing-Partys und tanzen die Menschen down under auch Swing? Ja, wir tanzen Swing auch, aber es ist nicht so groß als in Berlin.
Florian, das Outfit gehört irgendwie ein bisschen dazu, also der Lifestyle auch. Ja. Lebst du in den 20er, 30er Jahren, auch wenn du nicht tanzt, oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Ja, es geht. Also natürlich ist es schön, so rumzulaufen auch auf so Partys. Aber ich sehe auch normal aus auf der Straße. Ich meine, das geht als komplett normal durch. Ihr seid durch die Bank weg profimäßig, weil auch Tanzlehrer, als Tanzlehrer unterwegs. Wie lange würde es dauern, bis man auf einer Swingparty sich auf die Tanzfläche trauen kann, als Anfänger? Florian. Das geht relativ schnell. Also man kann den Grundschritt relativ schnell jemandem beibringen. Mhm. Und dann von da aus ist es auch sehr viel Musikalität und einfach die Songs anhören und dann einfach los. Können wir mal eine Trockenübung machen, einfach so grundschrittmäßig? Darf ich euch Florian kurz entführen? Oder ist es besser, wenn mir das eine Dame zeigt? Nee, aber wir machen jetzt den Herrengrundschritt. Dame geht auch, aber Herrengrundschritt auch. Jetzt klar. Wollen wir nicht mal ganz, machen wir das von Flo zu Flo einfach mal, probieren wir das. So, pass auf. Also Schuhwerk ist schon mal interessant, so ausgelatschte Turnschuhe gehen gut beim Swingtanzen. Ja klar, ne? Also alles, was relativ nah dem Boden ja. Und ist. Und es soll auch nicht rutschen, sondern die sollen wirklich... Genau, es ist so ein Zwischending, rutschen okay. Und nicht rutschen, also man soll ja nicht auf die Schnauze fallen. Wir haben, naja, und wenn, ist es auch lustig für das Fernsehpublikum, wir haben jetzt keine Musik, Leute, ihr könntet aber mal ein bisschen den Rhythmus vorgeben. Florian, kannst du mal, dass das Publikum hier auch ein bisschen irgendwie, ein bisschen was kommt. Also was können wir tun oder was kannst du mir zeigen? Five, six, seven, eight. Also ich mach's jetzt mal vor, was wir lernen können.